Hallo und herzlich willkommen zu Plenty Plans. Mein Name ist Patricia und wir schauen uns heute mal an, welche schnellwüchsigen, seltenen Pflanzen es eigentlich gibt. Im Grunde stehen sie hier quasi gerade alle schon. Natürlich gibt es sehr viel mehr als diese sechs, die ich jetzt hier stehen habe. Aber da das Video auch nicht irgendwie 3 Jahre gehen soll, fangen wir erstmal damit an. Das ist jetzt quasi Teil 1 der schnellwüchsigen Pflanzen. Fangen mit selteneren an. Das sind jetzt auch nicht mega seltene Pflanzen. Also ihr müsst jetzt nicht denken, dass die unerreichbar teuer sind. Das sind sie nicht. Aber sie sind natürlich teurer als Baumarktpflanzen. Zumindest die meisten. Ich habe mittlerweile mitgekriegt, dass es jetzt im Bauhaus, ja, ein Baumarkt, Philodendron, Virucosum, Alocasia, Micholiziana und weiteres gibt, das eigentlich zu den Raritäten zählt. Ob man das jetzt noch so nennen kann, wenn es das sogar schon im Baumarkt gibt, schwierig. Kommt dann auf den Virucosum an, würde ich sagen. Also der Incensi, das ist der Standard-Virucosum, den gibt es jetzt halt im Baumarkt. Aber das ist ja gar nicht, worum es heute geht. Ich glaube, mit dem Virucosum-Stuff baumarkttechnisch kann ich euch noch zutexten, wenn endlich mein Virucosum-Video kommt. Also das, in dem ich euch alle meine Virucosums vorstelle, weil ich ja sehr viele verschiedene habe. Nicht so viele wie ein Freund von mir, aber da habe ich auch schon überlegt, ob wir den nicht mal besuchen gehen und dann mal eine richtige Virucosum-Schau machen. Mal schauen, was er sagt. Falls ihr da Bock drauf habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und ja, wenn ihr es dann nicht verpassen wollt, am besten das Glöckchen drücken. Dann kriegt ihr auf jeden Fall mit, wenn was Neues online kommt. Und vor allem, wenn es ein Besuch bei diesem Freund ist. Kommen wir zu Pflänzchen Nummer 1. Das ist die Monstera Siltepecana. Und ja, die wächst so ziemlich wie Unkraut. Also ich hatte hier jetzt vor ein paar Wochen, ach, das sind nicht mal Wochen her, ich hatte hier Stecklinge, die kaum bewurzelt waren, reingesetzt. Ich glaube, es ist 4 Wochen her. 4 Wochen könnte hinkommen. Und ja, was soll ich sagen? Schaut mal hier. Ja, das ist seitdem 1, 2, 3, 4 Blätter dazu gekommen. Bei dem ganz kleinen hier 3, hier nur einer. Hier kommt ein ganz neuer raus. Keine Ahnung, ob der Steckling hier plötzlich ein Baby gemacht hat. Also von einem quasi Seitentrieb. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr eine schnellwüchsige Pflanze wollt, die ihr entweder klettern lassen könnt, dann werden die Blätter sehr viel größer. Oder die ihr ranken lassen könnt, also so nach unten ranken, aus dem Topf heraus. Da ist die mega, mega toll für. Wenn ihr sie aus dem Topf ranken lasst, ist sie allerdings kleiner, was die Blätter angeht. Das könnt ihr euch vorstellen, wie bei allen Pflanzen, die wir bei Unterskindapsus oder sowas haben, ja. Also wenn, oder ja, zum Beispiel Skindapsus Marble Queen, ja. Die meisten von uns haben so eine zu Hause. Ich habe, ah, die hängt gar nicht mehr da. Stimmt, die ist jetzt in der Küche. Ich habe auf jeden Fall auch eine. Und ja, bei der ist das genauso. Würde ich die jetzt an einen Rangstab binden, würde sie viel größere Blätter machen, als sie es jetzt tut. Ich finde das völlig okay. Ich mag, wenn die einfach aus dem Topf hängen und so ein bisschen, ja, zum Beispiel so ein Mikans an der Wand oder sowas. Ich muss meinen auch wieder an die Wand hängen, ist schon ein bisschen was her. Ja. Deswegen kann man da quasi sogar 2 coole Pflanzen draus machen. Indem ich jetzt zum Beispiel hier die Hälfte nehme und sage, gut, die packe ich jetzt in einen Pot, der soll hier einfach so ein bisschen rumranken. Und den Ableger packe ich jetzt meinetwegen an einen Moosstab. Also ich glaube, damit hat man auf jeden Fall sehr viel Freude. Sie ist super, super pflegeleicht. Also wirklich, ich stelle die einfach in den Topf und vergesse sie tatsächlich oft zu gießen, obwohl ich ja ein Übergießer bin. Aber die steht halt in so einer Ecke, wo sie, wenn man sie gießt, das Ganze auf andere tropft. Ich habe ja immer sehr, sehr luftiges Substrat. Und weil ich das vermeiden will, gieße ich die ganz schön selten. Und was soll ich sagen? Das tut ihr keinen Abbruch. Damit geht es ihr trotzdem fantastisch. Ja, viel mehr kann ich euch zum Monstera Siltepecana auch gar nicht sagen. Ist übrigens eine meiner wenigen Monsteras. Ich weiß nicht, ein paar haben es vielleicht schon mitgekriegt, aber ich bin nicht so krass im Monstera-Game, muss ich sagen. Klar, jetzt kam mal die Monstera Variegata dazu. Eine kleine, eine größere und die normale Deliciosa habe ich natürlich auch. Aber ich bin da nicht so,
die packt mich noch nicht so richtig, aber schon mehr als früher. Und das ist mir schon oft passiert bei bestimmten verschiedenen Arten, dass ich sie erst nicht so geil finde und plötzlich voll drauf abfahre, wie bei einigen Skindapsos mittlerweile. Fand ich früher ganz langweilig, jetzt finde ich die geil. So, machen wir aber weiter, weshalb wir hier sind, nämlich schnellwüchsige Pflanzen. Ja, eine schnellwüchsige Pflanze. Ich zeige euch die mal hier, ja. Das ist der Philodendron Burlemarx variegata. Der hier ist mal mehr oder weniger variegiert, ja. Hier sind viele grüne Blätter dazwischen, aber auch viele mit einer tollen Panaschierung. Der würde übrigens auch größer werden, wenn ich den mal klettern lassen würde. Stattdessen, ja, stand er leider auch wieder in so einer Ecke, wo ich ihn nicht so viel beachtet habe und ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber ich glaube, da sind mittlerweile 8 Pflanzen drin oder so. Und es waren 2. Also das ist, sie müsste vielleicht mal wieder geschnitten werden, weil ich glaube, so langsam wird es hier schwierig mit dem Halt. Ja, aber wie lange sind diese, es fing mit diesem Steckling hier an, war ein Blatt und dieses hier war ein Blatt. Ja. Und dieser dritte hier kam später dazu. Stimmt, es sind mittlerweile 3 drin. Also 3 mit Wurzeln. Der Rest hat sich dann verzweigt und ist deshalb zu quasi verschiedenen Strängen geworden, die man alle abtrennen könnte. Denn was richtig toll ist am Burlemarx variegata, und deswegen empfehle ich den auch echt für Anfänger, nicht nur weil er schnell wächst und man natürlich viel Freude damit hat, nicht nur weil er super pflegeleicht ist, er lässt sich auch großartig vermehren, was vielleicht gerade für Anfänger irgendwie super spannend ist. Ich habe noch nie erlebt, dass mir ein Steckling, den ich hier vermehrt habe, gestorben wäre. Ich habe noch nie erlebt, dass sie nicht großartig gewachsen wären. Die wurzeln super schnell, wenn man es vernünftig macht. Die schieben schnell wieder, denn das ist das ganz Lustige am Philodendron Burlemarx. Und auch dem Variegata, wie in dieser Form. Ich weiß nicht, kriegen wir das aus Bild? Aber schaut mal, eigentlich ist das hier der Strang. Und hier ist auch schon wieder was rausgewachsen. Und hier geht's hoch. Und da mittendrin im Strang einfach mal wieder ein neues Blatt. Neuer Kopf tatsächlich sogar, ja. Also ich könnte es jetzt hier abschneiden und hätte schon wieder ein Stecki. Ich könnte es hier abschneiden, hier. Also ich glaube, realistisch gesehen könnte man hier wahrscheinlich um die 80 Stecklinge draus machen. Das ist absolut Wahnsinn. Es wird echt mal wieder Zeit. Es wird sowas von Zeit. Ja, Leute, wenn ihr Bock auf schnellwüchsige Pflanzen habt, greift zu, sobald ihr ihn seht. Der ist jetzt tatsächlich noch nicht so bekannt, dass er jetzt im Baumarkt zu finden wäre, netterweise. Ja, freue ich mich auch drüber, weil die meisten Baumärkte, ihr wisst, naja, sind nicht so geil. Spinnenmilben und was da alles rumfleucht, ne? Eine andere schnellwüchsige Pflanze, und das gilt jetzt nicht nur für diese hier, das ist die Syngonium mottelt oder auch Mojito oder auch Army genannt. Die wächst unfassbar schnell, tun Syngonien allgemein, ja? Also da muss man echt sagen, das ist keine Pflanze, die jetzt ewig braucht. Wenn die einmal etabliert ist und einmal angefangen hat, ordentlich zu wachsen, dann zieht die durch. Die zieht sowas von durch. Ja, also die habe ich jetzt auch schon zigmal geschnitten. Die hinter mir habe ich ein paar Mal geschnitten. Die geht übrigens vom Boden bis dahin. Die war fast bis zur Decke, da musste ich sie schneiden. Also diese Blätter von der Mottelt sehen einfach mega spannend aus. Jedes ist irgendwie ein bisschen anders gemustert. Je mehr Licht sie bekommt, umso weißer werden die Blätter. Man sieht es hier. Das hier und das hier und das hier, da war nicht so viel mit Licht tatsächlich. Während hier dann richtig schön die Mittagssonne durch natürlich ein abgedunkeltes Fenster durchgeknallt ist und dazu geführt hat, dass das Pflänzchen hier einfach mega, mega großartig aussieht. Auch das ist wieder eine Pflanze, wo ich sagen muss, auch die kann man großartig Anfängern empfehlen, denn sie wächst nicht nur schnell, sondern ist auch super pflegeleicht. Ihr könnt sie übergießen, ihr könnt sie zu trocken halten, natürlich beides nicht ständig, ne? Aber wenn das mal passiert, das juckt die überhaupt nicht, ja? Das ist ja wirklich komplett egal. Einfach abschneiden, die braucht nicht mal Luftwurzeln haben, die Ansätze reichen völlig aus. Packt sie in Wasser, packt sie in Moos, packt sie in Perlit, die schafft's überall, ja? Also
Wer eine schnellwüchsige Pflanze möchte, that's it. Auch sehr, 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 sehr schnellwüchsig, muss ich sagen, ist dieser Philodendron Florida Ghost. Vielleicht erinnert ihr euch an das Unboxing von Foliage Dreams, da habe ich den bekommen. Und er hat seitdem 1, 2, 3, 4, er macht jetzt das fünfte Blatt seitdem, ja. Also dafür, dass der ja erstmal ankommen musste und sich an meine Umgebung gewöhnen musste, dadurch, ich habe den nicht akklimatisiert, gar nichts, den einfach nur hingestellt und das war's. Und dank der super geilen Lampen, die ich mittlerweile habe, sieht das so nice aus. Ich finde das so schön, wenn dieser Stiel so rot wird. Das ist Wahnsinn, oder nicht? Ja, wer sich jetzt fragt, warum die schon so grün sind und nicht mehr so hell, das liegt daran, dass ich Blattdünger verwende und ja, dadurch tatsächlich die Blätter viel schneller abgedunkelt sind, als bevor ich es getan habe. Heißt, bei der Pflanze werde ich keinen Blattdünger mehr benutzen. Allgemein bei panaschierten Pflanzen werde ich darauf verzichten, da sie dann doch was grüner werden, als mir lieb ist. Ja, kommt vielleicht auch drauf an, welchen Dünger man benutzt. Aber bei meinem ist es auf jeden Fall so, dass sie schneller wieder grün werden. Und das möchte ich nicht. Ich möchte ganz viele weiße Blätter haben, so viel es geht. Vorteil natürlich, wenn sie wieder grün sind, sie können einfach dafür sorgen, dass wieder ordentlich Energie in die Pflanze fließt, können diese viel besser umwandeln, weil einfach viel mehr Grün existiert. Ne? In weißen Anteilen der Pflanze passiert nichts. Ja? Das ist überflüssig quasi. Das ist einfach da und muss mit am Leben gehalten werden, hilft aber nicht dabei, die Pflanze am Leben zu halten. Deswegen, ja, eigentlich ist es nicht schlecht, dass sie grün werden, aber ich möchte es einfach nicht. Ja, ich möchte weiß. Auch der mega einfach zu vermehren, schaut euch mal hier die Luftwurzeln an. Und das, obwohl er einfach im Zimmer steht. Also ich glaube, so ein Stecki, der würde keine 10 Tage brauchen, dann hat er genug Wurzeln, um ihn in Erde zu setzen. Auch an sich, wie gesagt, wenn man ihr genug Licht gibt, sehr pflegeleicht, nicht nur sehr schnell. Sie braucht nicht ultra viel Wasser, meckert auch nicht, wenn es mal zu viel ist, habe ich schon festgestellt. Scheint aber auch echt nicht traurig zu sein, wenn es dann mal austrocknet, auch völlig okay. Also nicht nur schnellwüchsig, sondern ebenfalls super geeignet für Anfänger. Natürlich auch für alle anderen. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, Leute, die seit Jahren dabei sind, kauft ihn nicht. Doch, auf jeden Fall. Er ist nämlich nice. Guck mal bitte. Ich denke, viel mehr kann ich zum Florida Ghost gar nicht sagen. Für diejenigen, die ihn noch gar nicht kennen, kann ich nur erwähnen, ja, die Blätter kommen weiß oder zumindest sehr hell, je nach Lichteinfall, und dunkeln mit der Zeit ins Grüne ab. Manchmal, wenn man sehr viel Licht nimmt, werden die Stiele außerdem orange oder pink. Was ich ein cooles kleines Gimmick finde tatsächlich. Ja, ach so, ich hatte euch, glaube ich, ja, das hatte ich auch erwähnt beim Unboxing, oh ja, dass ein Baby unterwegs ist. Das erste Blatt war nur so ein, ich guck mal raus, was abgeht, Blatt. Aber hier kommt schon das nächste und ich denke, das wird auch durchaus direkt ein bisschen größer. Wenn ich die Pflanze also irgendwann mal umtopfe, was ich jetzt erstmal nicht vorhabe, dann werde ich da, ohne groß was zu machen, auch direkt eine neue Pflanze von nehmen können, die ich gar nicht anwurzeln lassen muss oder ähnliches, denn die wird hier bereits Wurzeln haben. Also schon ein praktisches, hübsches Pflänzchen, oder? Also, I like. Ich mag die wirklich sehr, sehr gerne und das habe ich nicht gedacht. Ich war früher gar kein Fan. Gar kein Fan. Ich fand die richtig doof aufgrund der Blattform. Ich mochte irgendwie grundsätzlich nur herzförmige Blätter. Ganz langweilig war ich da unterwegs. Mittlerweile finde ich längliche Blätter super, super cool und auch solche dürfen gerne in meiner Sammlung sein. Denn irgendwann habe ich gemerkt, ein bisschen Variation hier in meinem Raum wäre jetzt auch nicht so schlecht. Ein anderes super cooles Pflänzchen, das einfach viel zu wenig Leute kennen oder irgendwie auf dem Schirm haben. Kennen tut man sie vielleicht, aber man hat sie nicht auf dem Schirm. Ja, das ist auch eine Velvet-Pflanze, schön samtig. Das ist der Philodendron Campos Portanum. Und der hat eine ganz, ganz coole Eigenschaft, abgesehen davon, dass er unfassbar schnell wächst. Ja, also das hier ist jetzt alles, sind Stecklinge.
Da hinten steht nochmal die komplette Pflanze. Die habe ich nur halb runtergeschnitten. Da sind trotzdem noch 8 Blätter dran. Ich habe das Ganze selber als Steckling von einem Bekannten bekommen. Und ich war überrascht. Also wirklich überrascht, wie schnell daraus eine Pflanze geworden ist. Die Wurzeln waren unfassbar geil. Also das war so einfach, daraus eine Pflanze zu machen. Ich habe eigentlich nichts gemacht. Ich habe das Ding in die Ecke gestellt, wurzeln lassen und dann fing es schon an, eine Pflanze zu werden. Dann habe ich es in die Erde gepackt und nicht mehr beachtet. Und richtig cool bei dieser Pflanze ist, das kann ich euch leider gerade nur an einem gelben Blatt zeigen, denn es ist das Einzige, das noch diese Form hat, das an dem anderen Stab jetzt noch dran war. Und da seht ihr vielleicht, wenn ich das jetzt mal hier nebenhalte, die Form hat sich verändert. Ja, die Farbe wäre eigentlich die gleiche. Na, kann man sich vielleicht vorstellen, I don't know. Ja, auf jeden Fall wäre das hier die ursprüngliche Form. Das liegt daran, dass das noch eine juvenile Pflanze war zu dem Zeitpunkt. Ich glaube sogar, der Steckling, den ich bekommen habe, war bereits erwachsen. Aber dadurch, dass es ein Steckling war, ist die in juveniler Form wieder nachgewachsen. Und ja, das bedeutet für euch, ihr habt eigentlich erstmal ein kleines, normal aussehendes Blatt, das sich dann zu so einem coolen Gerät mit Ohren entwickelt. Ja, also man könnte sagen, das ist ein bisschen wie bei einer Syngonie, die noch nicht so krasse Öhrchen hat und dann so richtige Ohren kriegt. Also quasi sich zu so einem Dreiblatt ja entwickelt und manchmal auch zu einem Vier. Ich habe an meiner Syngonie jetzt noch ein viertes Blatt entdeckt. So viel zum Thema, die wachsen wie sonst was, ja. Mit viertes Blatt entdeckt meine ich tatsächlich ein viertes Ohr. Das bedeutet zum Beispiel, die hat nicht mehr hier so zwei Ohren, sondern die sind jetzt weiter außen und hier sind mittig nochmal zwei Ohren rausgewachsen. Und so in etwa kann man sich das bei der auch vorstellen, nur dass diese Ohren halt nicht so groß werden würden wie bei der Syngonie, wo man das Gefühl hat, dass es eben an einem Blatt irgendwann 3 oder 4 gleich große Blätter sind. Das ist zumindest so, wenn sie in ihrer passendsten Umgebung aufgezogen wird. Da sieht man das ganz, ganz schnell. Und da steht man auch schon mal vor einer Syngonie und erkennt nicht, dass es eine ist. Einfach, weil wir sie eher so kennen und nicht so, wie sie tatsächlich aussehen können. Googelt das mal, Matureform. Oder Mature hat mir eine geschrieben, heißt das. Das klingt so falsch, Mature oder Mature. Ich glaube, es soll Mature heißen, oder? Und wenn nicht, habe ich es auch nochmal drunter geschrieben. Das Wort einfach kopieren ab an Google und dann schau da mal nach, wie cool das aussehen kann. Auch wenn ich tatsächlich sogar präferiere, wenn die Blätter so bleiben. Ich finde das cooler und wenn die bei mir zu krass groß werden, schneide ich runter, verkaufe die größeren Blätter oder tausche die größeren Blätter, je nachdem, was sich gerade anbietet. Und ja, dann habe ich wieder meine kleinen süßen Blätter. Die finde ich halt einfach schöner bei einer Syngonie. Zurück von der Syngonie zu unserem Campos Platanum. Wer also Bock darauf hat, wie beim Lupinum zum Beispiel, eine Blattveränderung beobachten zu können, die auch einfach krasser ist als hier bei diesen jetzt zum Beispiel. Die kommen natürlich auch in einer ähnlichen Form wie der hier daher tatsächlich und werden dann auch irgendwann eben zu solchen Blättern mit riesen Flächen, Ohren und so weiter. Und ja, das kann man eigentlich auch vergleichen. Ja, eigentlich ist es genau das Gleiche. Es ist einfach eine der coolen Pflanzen, die sich verändert und im Grunde nicht viel braucht. Also ja, schnellwüchsige Pflanze für euch, schnappt euch. Die kriegt ihr auch eher privat. Ich habe jetzt noch keinen Shop online gesehen, der sie hatte. Aber das kann auch an mir liegen. Ich habe jetzt nicht aktiv danach gesucht, aber beim Durchscrollen, und das mache ich oft bei vielen Shops, da ist mir auf jeden Fall kein ins Auge gesprungen. Privat bei eBay Kleinanzeigen kriegt man sie aber en masse. Also da werdet ihr sicherlich fündig, wenn ihr da Lust drauf habt. Und ja, keine Ahnung, hier werden ja auch gerade noch ein paar Stecklinge fertig gemacht. Also, ja. Jetzt zu meinem absoluten Superschatz. Ich liebe diese Pflanze. Es ist der Philodendron Majestic und der wächst wirklich unglaublich schnell. Also ich weiß nicht, wie krass ich diese Pflanze schon vermehrt habe. Da hinten steht auch noch mal eine, die groß ist. Also, und wenn man ihm einen guten Moosstab gibt, in den er auch wirklich reinwurzelt, ja, also hier. Der hat jetzt zum Beispiel nicht diesen Special-Moosstab, den ich habe. Das mache ich erst bei ihm, wenn er größere Blätter hat, dass es sich lohnt. Bis jetzt bei den kleineren, ich fand es noch nicht nötig und dachte, nee, dann soll er erstmal hier machen. Und ja, der wurzelt hier richtig gut rein, was dazu führt,
dass die Blätter einfach riesig werden, denn ich dünge das Wasser. Also ich dünge die Wurzeln, das dünge ich dann. Es ist auf jeden Fall Dünger im Wasser drin, mit dem ich den Moosstab befeuchte. Meistens sprühe ich das auch einfach hier an die Nodien dran, damit die immer so ein bisschen leicht feucht sind und nicht austrocknen. Und ja, dann wächst der einfach wie sonst was. Übrigens auch wieder keine schwierige Pflanze. Und das, obwohl er eine Mischung aus dem Verrucosum ist und vom Sodiroy. Das Gute ist, der Sodiroy ist super anspruchslos. Und ich denke, deshalb ist diese Pflanze es eben auch. Ja, also kommt vielleicht drauf an, ob man da eine hat, wo die Mutterpflanze jetzt die Verrucosum war. Ich weiß nicht, ob da denn mehr zickt. Ich würde bei dem hier drauf tippen, dass die Mutterpflanze eben ein Sodiroy war und der Pollengeber der Verrucosum. Auf jeden Fall ist sie ultra, ultra pflegeleicht und ultra, ultra schnell. Ja, und was soll ich sagen? Es ist wirklich eine meiner liebsten Pflanzen, ja. Sie ist so wunderschön, dass das kommt auf der Kamera nicht halb so geil rüber, wie die wirklich aussieht, ja. Also, oder auch so diese neuen Blätter, ne, so ganz leicht rötlich von hinten. Vielleicht kann man das hier, ja. Das wird aber auch ein Oschi-Blatt. Also immer wenn die rauskommen, wachsen die nochmal so jede Seite ungefähr 2 bis 3 Zentimeter. Und das ist schon so groß. Ordentlich, würde ich sagen. Ja, ziemlich cool. Ich bin sehr gespannt, wohin der noch gehen wird, also wie groß die Blätter werden. Wer den Account, Instagram-Account von Sydney Plant Guy kennt, der weiß, dass diese Pflanze extrem große Blätter bekommen kann, die dann irgendwie auch gar nicht mehr so aussehen. Die werden dunkler und sehen dann dem Verrucosum tatsächlich etwas ähnlicher als dem Sodiroy. Und ich finde, jetzt in dem Status sieht die dem Sodiroy einfach noch viel, viel ähnlicher. Ja. Ja, wenn ihr noch andere Instagram-Accounts checken wollt, könnt ihr natürlich auch auf meinem vorbeischauen. Da kriegt ihr zumindest immer mit, wenn wegen Videos abgestimmt wird, wenn ich Fortschritte von etwas zeige, noch bevor ich ein Update-Video drehe. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst super gerne einen Like da, damit helft ihr mir total. Teilt das Video mit euren Freunden, wenn ihr Lust habt. Und ja, ein Abo wäre auch cool. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das Video guckt. Und ja, bis zum nächsten Mal.